Moin moin, Leute. Das Beste bekommt bekanntermaßen zum Schluss. Ich habe bereits zwei Teile zur eigentlichen Airdrop-Strategie herausgegeben. Hier im dritten Teil wollen wir uns vollumfänglich um Swell kümmern. Um das Ganze mal so ein bisschen anzuheizen, um euch auch ja, heiß zu machen. Swell, glaube ich tatsächlich, wird ein gigantisch großer Airdrop. Wie ich darauf komme, das klären wir jetzt gleich. Denn dieses Video dient vor allem den Informationszwecken bzw. soll euch erleichtern, ob ihr in Swell investieren wollt oder nicht. Denn bei Swell sei eines vorweg erwähnt. Swell ist kein reines Protokoll, wir haben hier tatsächlich einen Second Layer vor uns. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Wie gesagt, das klären wir jetzt gleich. Gehen wir einmal in die klassische Ansicht rein, die ich bereits bei den zuvor gegangenen Airdrop-Strategien von Eigenlayer gezeigt habe. Und zwar die Eigenlayer Airdrop-Strategie, die uns zeigt Strategie 1, 2 und 3. Heute befinden wir uns halt in der Strategie 3. Wir werden hier über das Mainnet aktiv, das sei direkt mit erwähnt. Wir haben also wieder etwas mehr Gas-Fees zu bezahlen. Gucken, dass wir mit Swell aktiv werden, beziehungsweise uns den Restaked Swell Ether besorgen und dann vor allem in Protokollen aktiv werden, die zusätzlich nochmal einen Airdrop geben. Also beispielsweise Karak und Circuit. Das sind meiner Meinung nach die beiden wichtigsten Protokolle, mit denen wir agieren können, wenn wir den Restaked Swell Ether haben. Das Swell ein klassischer Layer 2 ist, habe ich mir erlaubt, nochmal eine weitere grafische Ansicht hier auszuarbeiten. Denn wir haben hier zwei Möglichkeiten, bei Swell aktiv zu werden. Einmal im Deposit-Bereich und einmal im Staking-Bereich. Ihr seht das jetzt hier auf der Grafik. Die linke Fläche zeigt uns eben das Staking. Dort werden wir dann aktiv über Karak und über Circuit, beziehungsweise können auch noch aktiv werden über Pendel. Das zeige ich gleich einmal dann am Computer. Und wir können eben den Deposit nutzen. Auf den Deposit möchte ich jetzt einmal näher eingehen. Denn wir sehen es jetzt bereits hier rechts, ist ein Informationsfeld vorhanden, wo ich etwas ausgearbeitet habe. Vor allem gilt hier, arbeitet mit Referrals. Warum gerade mit Referrals? Nun, bei Referrals ist es so, dass beide Wallets gleichermaßen Punkte erhalten. Das bedeutet also, wenn ihr jetzt beispielsweise eine Referral von mir benutzt, den ich unten in die Beschreibung mit reinpacke, dann ist es nicht so, dass davon ich nur einen Vorteil erhasche, sondern ihr ebenso gleichermaßen einen Vorteil davon habt. Eine wunderbare Möglichkeit, um mit Referrals aktiv zu werden, ist bei uns über unseren Discord. Es ist hier nämlich so, dass ich in unseren Discord hingegangen bin und einen Swell-Referral-Bereich angefertigt habe. Wenn wir jetzt weiter nach unten gehen, dann seht ihr, dass die Leute hier bereits aktiv geworden sind mit ihren eigenen Referral-Links. Ich beispielsweise habe vom Blader bereits diesen Link hier benutzt. Hier unten seht ihr das Blitzsymbol, da seht ihr, dass ich aktiv geworden bin. Und habe es eben dann so gemacht, dass ich Restaked Swell Ether über Swell mir besorgt habe. Mit diesem Link, das bedeutet, dass Blader und ich gleichermaßen eben Perlen erhalten. Das habe ich hier oben auch einmal kenntlich gemacht. Sowohl der Referral-Gebende sowie der Nutzende erhalten gleichermaßen Perlen-Points. Ein Swell-Ether oder ein Restaked Swell-Ether im Swap auf Swell generiert, ergeben für beide Akteure jeweils 10 Perlen. Wenn wir einmal auf Swell vorbeischauen, also hier auf der offiziellen Seite, dann seht ihr eben, dass wir hier diesen Referral-Bereich haben, wo wir schauen können, wie viele Referrals sind denn bereits reingekommen, beziehungsweise wie viele Perlen sind hier vorhanden. Ob diese 25 Perlen, die jetzt hier aktuell auf dieser YouTube-Wallet vorhanden sind, viel sind, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es momentan nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Perlen unheimlich wichtig sind für den Second Layer von Swell. Und darauf gehe ich jetzt einmal ein. Wenn wir nämlich jetzt wieder in unseren Infofeld reinschauen, dann sehen wir bei den Deposit-Vorteilen, dass hier steht Early Bird in Swell's Layer 2. Erweiterte Eigenpoints sind ebenso vorhanden. Gehen wir zuerst auf den Early Bird ein. Also, ich habe es gerade eben schon eingangs erwähnt. Swell plant einen eigenen Layer 2. Dieser Layer 2 geht im Q3 2024 höchstwahrscheinlich online. Ob es so kommen wird, steht auf einem anderen Blatt geschrieben, kann natürlich immer noch ein bisschen sich nach hinten verzögern. Fakt ist auf jeden Fall, wir können nach wie vor weiterhin hier aktiv werden, über Swell uns Restaked Swell Ether besorgen oder normalen Swell Ether, sammeln diese Perlen und sobald dann eben der Second Layer online geht von Swell, wird es so sein, dass wir diese Punkte eintauschen können, also die Perlen, und dementsprechend dann Swell Token erhalten. Nun kommt das Spannende daran. Bei Swell's Layer 2 ist es so, dass der native Gaze Token der Restaked Swell Ether ist. Das ist also dieses goldene Token-Symbol, was ihr hier seht unter dem Deposit.
Und das hat tatsächlich einen ziemlich markanten Vorteil, der so bisher bei den Restaking oder bei den Liquid Restaking Protokollen auf Ethereum noch nicht stattgefunden hat. Es ist nämlich vollkommen egal, ob wir nun EtherFi nehmen oder beispielsweise Renzo. Diese Protokolle haben zwar einen Token herausgegeben, diese Token sind aber absolut nutzlos, denn es sind reine Governance-Token. Ich persönlich halte von Governance-Token gar nichts. Wenn ich jetzt aber beispielsweise den Restaked Swell Ether nehme und dieser der native Gas-Token ist, dann hat er einen Nutzen. Er ist also tatsächlich etwas wert. Und nun gehen wir noch ein ganzes Stück weiter, denn Swell ist ja nicht dumm. Mit ihren Second Layer gehen sie eine völlig neue Möglichkeit an, und zwar das sogenannte Tree Staking. Das bedeutet, sobald Swell mit seiner Layer 2 aktiv ist, können wir in das Tree Staking hineingehen. Das bedeutet, der native Swell Token, der dann per Airdrop herausgegeben wird, kann verbunden werden mit den Alt Token und eben den Restaked Swell Ether und kann gleichermaßen in einen Pool gelegt werden, wo eben dann das sogenannte Tree Staking stattfindet. Auch hier bedeutet das, wenn der Airdrop von Swell rauskommt und wir eben den Swell Airdrop erhalten, also den Swell Token, hat dieser Token einen tatsächlichen Nutzen. Wir können mit diesem Token in ein Staking hineingehen, der insgesamt den Layer 2 von Swell weiter schützt bzw. die Sicherheit deutlich mehr ausbaut, da wir hier in diesem Tree-Staking-Bereich mit aktiv sind. Sobald der Layer 2 aktiv online ist, werde ich dazu nochmal ein separates Video bringen, weil das nämlich eine sehr, sehr interessante Mechanik ist. Was will ich damit jetzt letzten Endes sagen? Wir haben hier bei Swell zum allerersten Mal ein Liquid Restaking-Protokoll, was einen viel, viel größeren Nutzen hat, als wie es bisher der Fall gewesen ist, bei den ganzen Ethereum-Protokollen, die eben mit Restaking arbeiten. Das soll erstmal der Informationsstand sein, den wir jetzt hier so haben. Nun wollen wir aktiv im Deposit werkeln, beziehungsweise schauen, ob wir im Deposit reingehen oder im Staking oder ihr vielleicht sogar euch dazu entscheidet, ins Deposit und ins Staking zu gehen. Diese Möglichkeit beispielsweise habe ich genutzt. Fangen wir zuerst mit dem Deposit an. Wenn wir jetzt hier auf der offiziellen Seite von Swell drauf sind, sehen wir, dass hier aktuell dieser Timer runterläuft. Das bedeutet, wir müssen nichts anderes machen, als eben Ethereum zu nutzen im Mainnet und beispielsweise hier einen Swap zu vollführen zu Swell Ether, also dann hier auf Stake zu klicken. Dadurch bekommen wir sogenannte Eigenlayer Points. 1 Million davon werden aktuell herausgegeben für diejenigen, die innerhalb dieses Zeitfensters ja aktiv geworden sind. Ihr müsst jetzt nicht auf Teufel komm raus sofort aktiv werden, hier geht es reinweg nur um die Eigenlayer Points. Die Perlen, die ihr von Swell erhaltet, spielen eine andere Rolle bzw. können ganz normal bis zum Q3 2024 weiterhin gefarmt werden. Ich persönlich muss aber ganz ehrlich sagen, den Swell Ether nutze ich so gut wie gar nicht. Ich glaube, hier in dieser YouTube-Wallet habe ich aktiv momentan $25 an Swell Ether. Wo ich tatsächlich sehr, sehr aktiv bin, ist im Restaking-Bereich, also der Restaked Swell Ether. Dieser ist bedeutend wertvoller, beziehungsweise kannst du mit diesen viel, viel mehr machen als mit dem Swell Ether. Wenn ihr nun mit einem Referral-Link arbeitet, werdet ihr automatisch auf diese Seite hier gebracht. Ganz wichtig, das möchte ich mit dazu erwähnen. Wenn ihr über einen Referral-Link aktiv werdet, müsst ihr zuvor mit eurer Wallet hier bereits schon einmal angemeldet sein. Solltet ihr jetzt mit dem Referral-Link arbeiten, eure Wallet ist nicht angemeldet und ihr müsst euch erst anmelden, habt aber zuvor den Link geklickt, dann werdet ihr definitiv keine zusätzlichen Punkte erhalten. Heißt also, mit der Wallet bereits hier angemeldet sein, Referral-Link klicken und dann aktiv werden. Dann kriegt ihr auch definitiv mehr Punkte gutgeschrieben bzw. erhaltet mehr Perlen. Was müssen wir jetzt also letzten Endes machen? Wir müssen im Ethereum Mainnet uns Ether besorgen. Das könnt ihr ganz normal beispielsweise, wie ich es in den anderen Guides gezeigt habe, über Binance, also über irgendeine zentrale Exchange oder auch beispielsweise über MetaMask per Kreditkarte kaufen. Wenn ihr das dann gemacht habt, habt ihr eben diesen Bestand hier dastehen und könnt dann ganz normal hier hingehen und beispielsweise sagen, ihr wollt jetzt hier den Maximalanteil hier reinnehmen an Restake Swell Ether, klickt hier auf Restake und dann wird es eben so sein, dass sich MetaMask öffnet. Ihr tut das Ganze einmal approven und letzten Endes dann auch bestätigen und dann wird es so sein, dass ihr Restake Swell Ether in eurer Wallet drin liegen habt. Dieser wird dann automatisch für euch weiterhin arbeiten bzw. Staking Rewards erarbeiten. So, das einmal zu Restaked Swell Ether. Sobald ihr das gemacht habt, dann ist es eben wie gesagt so, dass ihr hier anfangt Perlen zu sammeln. Gehen wir jetzt nochmal ein Stück weiter, denn nun geht es um den Deposit selber. Wenn wir nämlich auf dieses Feld hier gehen, dann seht ihr Swell Layer 2.
Und dieses Layer 2 bedeutet eben, dass Swell seine Layer 2 gerade in der Vorbereitung hat. Wir sehen jetzt hier ein aktuelles Deposit von 890 Millionen US-Dollar. Vor ein paar Tagen habe ich ja ein Video herausgebracht, wo ich auf Swell eingegangen bin und gesagt habe, dass wir hier einen großen Airdrop bekommen könnten. Der Deposit hier war noch bei 400 Millionen US-Dollar. Es war so, dass hier ein großer Wal mit reingegangen ist. Und zwar Justin Sun ist mit seinem Team innerhalb eines Tages mit etwas mehr als 300 Millionen US-Dollar, beziehungsweise sogar fast 400 Millionen US-Dollar, hier reingegangen und hat eine 400 Millionen US-Dollar Investition getätigt. Das tut natürlich wieder sehr, sehr viel Punkte wegnehmen für diejenigen, die hier mit in kleineren Beträgen reingehen. Es ist eine Katastrophe mit den Wahlen, anders kann man das nicht sagen. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr ganz normal dann eben mit eurem Bestand, der dann jetzt vorhanden ist, den ihr gerade eben geswappt habt, hier vorhanden seid. Also Tokens to Deposit. Der Restaked Swell Ether taucht dann hier auf, diesen wählt ihr aus und dann seht ihr hier, dass ihr eben Maximalmenge mit reintragen könnt. Wenn ihr das gemacht habt, klickt hier auf Deposit und es wird dann eben so sein, dass ihr einmal das Ganze approven müsst und hinterher nochmal ein Deposit vornehmen müsst. Das Ganze also zweimal bestätigen müsst. Ist das dann geschehen, klicken wir mal hier auf Withdraw, dann seht ihr beispielsweise, dass ich hier bereits einen kleineren Bestand an Swell Restaked Ether drinne habe. Diesen könnt ihr auch jederzeit wieder rausholen. Wenn wir nämlich hier draufklicken, klicken wir hier einmal auf Max und dann seht ihr beispielsweise, dass ich jetzt hier diese 500 US-Dollar per Withdraw direkt wieder rausziehen könnte. Was ich aber nicht mache, beziehungsweise wovon ich euch abrate, lasst das Geld hier drinnen liegen. Es werkelt aktiv für euch und ihr seid hier eben ein Early Bird für den Layer 2 von Swell. Ihr bekommt dadurch nämlich bedeutend mehr Bonus-Airdrops. Hier seht ihr es nämlich auch, Bonus Swell Layer 2 Mainnet Launch Airdrop, wenn ihr hier ein Deposit vornehmt. Das einmal dazu, wenn ihr euch aktiv dazu entscheidet, mit Restaked Swell Ether zu arbeiten und eben im Deposit reinzugehen. Kommen wir nun zum Staking-Bereich. Und ihr seht es jetzt schon in der Übersicht hier bei den Points, wo es am besten ist, aktiv zu werden. Karak gibt aktuell die meisten Punkte. Wenn wir jetzt auf das Pendel-Logo schauen und dort die Points sehen, dann sehen wir eben, dass es einmal 122 mal mehr Pearls gibt bei Swell und eben 27 mal mehr Eigenlayer Points bei Eigenlayer. Das gucken wir uns jetzt als erstes einmal an, nur um es vollumfänglich einmal abzuhandeln. Wenn wir jetzt hier auf Pendel vorbeischauen, dann haben wir die Möglichkeit, beim Points Market aktiv zu werden. Ich habe das ja bereits schon im vorangegangenen Airdrop Guide von Eigenlayer gezeigt über EtherFi. Da sind wir ja hier, ich meine, über dieses Symbol aktiv geworden. Wir können aber hingehen und hier eben den Restaked Swell Ether nehmen, klicken hier einmal drauf und sehen dann hier diese verschiedenen Felder, also einmal den YT, den LP und den PT. Ich bin bereits vollumfänglich auf diese drei Systematiken eingegangen und habe diese genauestens erklärt im vorangegangenen Airdrop Guide zu Eigenlayer. Den verlinke ich euch, da könnt ihr euch das einmal alles ganz genau anschauen. Ich persönlich sage ganz ehrlich, ich bin jetzt hier mit den Restaked Swell Ether nicht aktiv. Ich benutze ihn bei Pendel nicht und das habe ich auch nicht vor. Ich gehe ganz normal in das Deposit rein und bin bei Karak aktiv und bei Circuit. Ich erhoffe oder glaube, dass ich tatsächlich da mehr Airdrop erhasche, als wenn ich jetzt hier bei Pendel aktiv werde. Ich möchte es aber euch nicht vorenthalten, dass ihr hier doch sehr, sehr viele Punkte aktuell sammeln könnt, wenn ihr beispielsweise über den YT aktiv werdet. Handeln wir jetzt einmal Karak und Circuit ab. Beide Protokolle sind sehr, sehr wichtig, beziehungsweise beide Layer-Alternativen geben einen eigenen Airdrop raus. Wenn wir nun mit Swell aktiv werden, können wir hier bedeutend mehr Punkte farmen, wenn wir beispielsweise den Restaked Swell Ether bei Karak mit einbinden oder eben bei Circuit. Gucken wir mal, wie wir da am besten aktiv werden. Wenn wir jetzt auf der offiziellen Seite von Karak aktiv sind, dann können wir ganz normal hingehen und hier einmal beispielsweise die Ethereum Pools auswählen. Wir hätten beispielsweise auch noch Mantle, Arbitrum und Karak selber zur Verfügung stehen. Wir bleiben aber im Ethereum Pool, denn wir wollen im Ethereum Pool jetzt hingehen, der Swell Ether ist uns egal und möchten hier über das Liquid Restaking aktiv werden. Denn wir sehen jetzt hier, dass wir 3x bekommen beim Swell Multiplier. Das bedeutet also, wenn wir unseren Restaked Swell Ether nehmen, den wir ja gerade eben geswappt haben auf der offiziellen Seite von Swell und diesen in Karak mit einbinden, bekommen wir bedeutend mehr Perlen. Das Ganze können wir insofern multiplizieren, indem wir halt wie gesagt mit einem Refill-Link arbeiten auf Swell. Wir bekommen also dadurch die maximale Ausbeute an Perlen gutgeschrieben. Wenn wir also jetzt hier drauf gehen, dann sehen wir eben hier den Restaked Swell Ether. Wir sehen unseren Bestand. Ja, ich kann jetzt hier auf Unstake gehen. Und
Dann gehe ich mal auf die Maximalmenge, dann seht ihr, dass ich eben hier bereits etwas restaked IFA drin habe von Swell. Aber wie gesagt, ihr geht ganz normal hin, habt euren Swell Restaked IFA, den wir wie gesagt gerade geswappt haben, können diesen hier eben reinlegen, auch beispielsweise als Maximalmenge und machen dann hier eben ein Deposit. Auch hier gilt, wenn sich dein MetaMask öffnet, ihr müsst das Ganze zweimal bestätigen. Einmal muss das Ganze bestätigt werden via Approve und dann muss eben letzten Endes noch einmal der Deposit vorgenommen werden. Es dauert dann meistens 2-3 Minuten, bis letzten Endes der Restaked Swell IFA Bestand bei Karak auftaucht. Ist er dann drinnen, wird es eben so sein, dass ihr den Multiplier aktiv geschaltet habt und auch Aktivpunkte hier farmt bei Karak. Insgesamt ist es so, wenn wir das Ganze einmal hier uns etwas näher anschauen, wir bekommen einmal Karak XP, wir bekommen dreimal Swell Pearls und wir bekommen einmal Eigelayer Points. Haben also hier, wie gesagt, die maximale Ausbeute, wenn wir bei Karak aktiv werden. Nun gehen wir einmal auf Circuit. Bei Circuit ist es so, dass wir ganz normal jetzt hier auch aktiv werden können, indem wir nach unten scrollen und eben hier den Restaked Swell IFA auswählen. Ja, den Bestand, den wir uns gerade geholt haben, könnten wir dann hier reinlegen, machen dann hier eben die Maximalmenge rein und tun das Ganze dann hier unten einmal confirmen. Dann ist das Thema auch schon gegessen. Wir bekommen dann hier, wenn wir hier aktiv werden, einmal Circuit Points, einmal Pearls und einmal Eigenlayer Points. Jetzt steht natürlich die berechtigte Frage im Raum, warum soll ich über Circuit aktiv werden, wenn ich über Karak doch das Dreifache an Punkte bekomme? Und hier bekomme ich bloß einmal Punkte. Nun, es ist so, das ist meine Vermutung, dass Circuit 2025 mit seiner Layer-Alternative das Maß aller Dinge sein wird. Im Jahr 2024 ist es vor allem Mode und Blast, die den Ton angeben bzw. wo die Leute aktiv sind. Im Jahr 2025 ist meine Meinung, höchstwahrscheinlich wird es Circuit sein und eben Swell mit seinen Layer tun. Denn wir sehen es bei Circuit, wir haben hier aktuell 3 Milliarden US-Dollar gestaked. Circuit nimmt also Kohle ohne Ende ein und das alles läuft hier über das Mainnet. Dementsprechend, wir brauchen hier nicht darüber reden, dass es ein gigantisch großer Airdrop wird. Man sollte definitiv irgendwie auf jeden Fall einmal aktiv werden. Wenn ich jetzt mal bei mir ins Dashboard reinschaue, dann seht ihr, dass ich hier bereits auch einen kleinen Bestand aufgebaut habe. Und zwar habe ich hier aktuell an Restaked Swell IFA 132 Dollar drin. Ihr seht also, dass ich momentan überall so meine Fühler drin habe und mit Swell aktiv werde, sowohl in Deposit als auch beim Staking. Kommen wir zum Fazit für heute. Bei dieser Airdrop-Strategie geht es eben darum, dass wir natürlich bei Eigenlayer weiterhin aktiv sind. Aber der Fokus liegt ganz klar auf Swell. Swell wird ein brachial großer Airdrop werden. Da brauchen wir nicht drüber reden. Die haben Kohle ohne Ende eingenommen. Wenn du einen eigenen Second Layer planst, brauchst du Geld. Da kannst du nicht mit 3-4 Millionen US-Dollar hingehen. Da musst du richtig Kohle haben. Dementsprechend. Eine gewagte These, die ich hier aufstelle, ist, wenn wir über Swell aktiv werden, werden wir wohl höchstwahrscheinlich von den ganzen Restaking-Protokollen bei Swell den größtmöglichen Airdrop mitnehmen, wenn es um das Ethereum-Ökosystem geht. Solana und so sei da erstmal außen vor, beziehungsweise sei da gar nicht genannt. Schaut also auf jeden Fall, wenn ihr euch dazu entscheidet, bei Swell aktiv zu werden, dass ihr im Deposit mit reingeht und eben mit ins Staking geht. Und ich möchte es noch einmal explizit erwähnen, guckt auf jeden Fall, dass ihr mit Referrals arbeitet. Es schadet euch nicht, ganz im Gegenteil, ihr bekommt dadurch mehr Punkte. Am besten macht ihr das über unsere VIP-Area, da können wir uns alle gegenseitig unterstützen. In diesem Sinne, euer Steve, wir sehen uns beim nächsten Mal.